Geh weiter. Ah, da kommen die her. Huch. Das ist so interessant. Und tot. Gut, sind wir hier in der richtigen Ecke? Müssen wir das Gitter wegmachen oder was? Ist ja irgendwo noch einer? Ich höre ständig komische Geräusche. Halt, nicht zu weit. Was ist denn das für eine Geräuschkulisse hier? Okay, schauen wir mal. Irgendwie müssen wir hier weiterkommen. Ne, von da bin ich gekommen, oder? Ja, von da bin ich gekommen, so Mist. Okay, wo müssen wir denn hin? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Diese Tür kriegt man ja nicht auf. Genau. Irgendwas muss der Raum hier unten ja gut sein, eigentlich. Ach, ich bin so ein Idiot, stimmt ja. Gut, ich speichere mal sicherheitshalber, falls ich die Leiter abstürze. Was nicht völlig unwahrscheinlich ist. Ah, halt, ich glaube, ich gehe mal von der Seite ran. So. Und dann schauen wir mal, was uns da unten erwartet. Oh, Dreckbrühe, wunderbar. Na dann los. Da lang oder da lang? Ist, glaube ich, egal. So. Schön, wie sich die Geräusche des Laufens komplett verändern. Halt! Na, mein Kleiner. Ah! Oh nein, jetzt muss ich wieder... What? Der kleine Drecksack, wo kommt der denn her? Komm hier, friss. Du kleine Bitch. Ich glaube, das ist hackt. Wo kommt denn der jetzt her? Okay, dann müssen wir nochmal von hier unten aus drauf. Na komm schon, mach. Junge, stell dich nicht so an. Okay, sind wieder dabei. Und weiter geht's. So, der Typ hier oben ist noch da. Ah! Ist auch blöd hier, Mann. Ich kann gar nicht richtig zurückweichen, Mensch. So, wieder neue Handgranaten. Das ist ja schon mal äußerst vielversprechend. So, dann lasse dich. Komm ich nicht weiter? Ja, genau, erstmal die Tür wieder zumachen. Leute wie dich wollen wir hier nicht. Trotzdem einen kassiert, so ein Ärger, ey. Gegen solche Viecher darf man einfach keinen Treffer kassieren. Oh ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ich weiß bloß nicht mehr, wie man das Ding anstellt. Ich glaube von unten. Was eine total spitzenmäßige Konstruktion ist. Dass man unten das Ding anmacht und dann hier durch muss. Aber gut. Black Mesa halt, ne? Vor allem auf diesem wackeligen Holzgerüst hier. Ja gut, rostiges Metall, nicht Holz. Ah! Wirklich? Ich wurde erwischt? Na toll. Lauf, Bitch! Warum schlüpfst du da so nach oben? Okay, das ist echt beschissen gemacht hier. Also, es scheint auch ein bisschen glücksabhängig zu sein, ob man dann noch reingerät oder nicht. So, jetzt lass das Ding erstmal anlaufen. Und jetzt stürzen wir uns ins Verderben. Geronimo! Knüppeln wir uns ein bisschen durch die Decke. Okay, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Wir können auch durch die Luft schwimmen, ist das nicht schön? So, irgendwann sind wir dann auch mal da. So, das war's für dich. Einmal Licht bitte. Dankeschön. Ah! Du kleines Exi, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du?
Mann. Diese dreckigen Headcrabs. Oh, der ist schon tot. Ach, von da bin ich gekommen. Ha, ich habe mich einmal im Kreis gedreht. Wunderbar. Gut, machen wir vielleicht mal die Lampe aus, solange wir hier im Hellen sind. Solange wir hier Notbeleuchtung haben. Nicht mit mir. So, vielleicht noch das hier. Dankeschön. Hoffnung muss sein. So. Okay, weiter geht's. Hier können wir lang und... Ach ja, und hier drüben können wir auch lang? Oder komme ich... Nee, von da komme ich... Doch, von da komme ich. Stimmt, von da komme ich, ja. Ach, ich leide heute ein bisschen an Orientierungslosigkeit, habe ich das Gefühl. Ich speichere mal. Hallo! Doch ein paar mehr hier? Was? Der hat mich noch niemals erwischt! Okay. Bleib ruhig mit dem Rücken zu mir, ist okay. Okay, macht's. Ist ja niedlich. So. Aber das mal auf die gute alte Methode mit der Knarre gemacht. So, Oxy on. Fuel on. Funktioniert auch schon. Ich dachte, wir mussten an zwei verschiedene Orte, um das zu machen. Na gut. Dann haben wir schon beides angestellt. Wunderbar. Ach, ich weiß, ja stimmt. Hier können wir die Treibstoffzufuhr anstellen. Wir müssen aber noch die Stromzufuhr anstellen. So, jetzt sind wir fast wieder raus. Und die Stromzufuhr ist ganz unten. So, das Biest ist immer noch da drüben. Einmal rüber, halt hier, da, hier hin. Dankeschön. Und dann müssen wir wieder auf die Handgranaten wechseln. Hallo, mein Kleiner. So, ich muss mich mal kurz richtig hinsetzen hier, damit ich es gerade nicht wieder so verkacke wie vorhin. Dann müssen wir vielleicht mal schauen, wo wir eigentlich hin müssen, in welche Ecke. Aber ich glaube, wir haben gar keine Zeit dafür. So. Lass einfach mal die Handgranate. Oh, fliegen. Shit. Ja, ging schon. War noch vertretbar, war okay. Drüben ist nix, wunderbar. Okay, den speichere ich lieber den Sprung oder vor dem Sprung. So, hat aber gut geklappt. Hey. Das finde ich jetzt aber gemein. Bonjour. So, das war's für dich. Und weiter. Wir sind der Gordon Freeman und arbeiten uns voran. Schieß nicht auf die Fässer, das finde ich nicht so schön. Bist du tot, dann bin ich auch glücklich. Lass uns endlich weitergehen. Kleine Mopse begrüßen mich zu Hause. Ist das Leben nicht wunderschön? Lade nach, lass den Mops ein bisschen schreien. Lade nach und schieß ihm einmal ins Hirn. Diese Anzeigen möchten bald mal aufleuchten. Das Problem ist, wir sehen schon, hier gibt's dann bald auch Wasser und das heißt in Verbindung mit Strom immer was Schlechtes. Aber wir sehen schon einen Weg über die Leitung. Und da hinten gibt's einen Freund, den wir mal töten müssen. Genauso wie den da. Shit. Nicht gut, nicht gut. Das gibt Fallschaden. Oh, der ist schon tot. Großer Bruch diagnostiziert. Ja, man sollte ab und zu eben auch aufpassen, wo man hinläuft, ne? Aber wir haben jetzt zum Glück gleich ein First Aid Kit hier in der Nähe oder eine ganze Station. So, und dann geht das schon. Nehmen wir das halt mal so hin und ach, da drüben. Wie kam ich denn da drüben hin?
Ah! Ich war geringfügig verwirrt gerade. So, die Leiter ist dann wahrscheinlich verrückt zu, ich weiß es nicht. Aber wir nehmen einfach mal jetzt diesen Weg. Oh, es geht nach unten. Auch interessant. Aber stimmt, die Leitung führt auch nach unten. What? Oh nein. Ich ahne Schlimmes. Nein! Verdammt! Großer Bruch diagnostiziert. Das lief nicht wie geplant. Nur mal diese merkwürdigen Zeichen an. Verdammt, jetzt habe ich so viel Leben gelassen, weil ich einfach etwas dumm war. Aber gut, was soll's. Ich hoffe, dass niemand erwartet, dass ich den Generator starte. Smithers ist runtergegangen und nicht wieder aufgetaucht. Ich mach das schon. Hast du Smithers runtergeschickt, also dann ja? It appears that you need medical attention right away. Versuchen wir das hier mal. Oh, danke schön. Das ist nett. Hast du noch was, Einstein? Ich bleibe hier. Gut, mach das. Das ist ja bombig. Ich wusste gar nicht, dass die das können. Das ist ja göttlich. Ich dachte... Juckt es Ihnen nicht auch in den Fingern, ein paar von diesen Blutproben und das Mikroskop zu bekommen? Natürlich, ständig. Das wusste ich gar nicht, dass die einen auch heilen können. Ich dachte, die laufen einfach bloß sinnlos mit einem. Moment mal. So. Okay, was werfen wir denn... Wer schießt denn hier schon wieder auf mich? Von unten, okay. Ah ja, ich sehe den Freund. Muss doch sterben, Mensch. Na, geht doch. Also wirklich. Okay, speichern, drücken und schauen, was passiert. Ach, ist ja nett. Hab ich schon wieder vergessen. Ist das gesund, hier zu bleiben? Okay, geht schon. Ist noch akzeptabel? Nicht doch. Was tust du? Ich weiß manchmal nicht so richtig, was er tut. Komm ich denn hier? Nein, du sollst nicht... Ach, Junge, Junge, Junge. Ist das so schwer? Du sollst hier rüberspringen. Na, geht doch. So, muss ich noch mehr anwerfen? Von den anderen Leitern aus? Oder... genügt das? Oh ja, von der anderen Seite aus noch. Können wir hier noch fix hin? So. Schnell! Nein, nicht so schnell. Großer Bruch diagnostiziert. Automatische Medizinsysteme aktiviert. Okay, das Ding ist doch noch nicht angerufen. Oder doch? Mal wieder schön sinnlos nach unten gestürzt und mir alles gebrochen dabei. Okay, das Ding scheint zu laufen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder nach unten. Was? Wie hast du dir denn jetzt dabei was gebrochen? Lass mal bitte los hier. Hallo? Ah. Na, dann müssen wir uns unten von unserem Dorf mal wieder verarzten lassen. Verheilen, ja. So, einmal hier oben lang. Das habe ich alles vorausgesagt. Wissen Sie, einfach alles. Natürlich. Na, die sehen schrecklich aus. Stillhalten, das tut kein bisschen weh. Dankeschön. Noch mehr gibst du mir aber nicht. Ausgezeichnet. Jemand hat die Energie wieder voll hergestellt. Jemand? Jetzt kriegen wir die Maschine in 0, nichts wieder ans Laufen. So, ich weiß gar nicht... Ich höre da was. Was? Ich weiß gar nicht, wo dieser Typ ist, den er erwähnt hat. Der Smithers. Ich glaube, der liegt auch irgendwo rum, aber... egal. Sie würden sich das wahrscheinlich nicht nochmal anders überlegen. Also, dann los. Was soll ich mir anders überlegen? Ich werde genau hier warten. Ja, bleib lieber hier, ist besser. Okay, können wir uns was rufen? Nicht so. Schade. Ich würde sagen, wir speichern mal sicherheitshalber.
Bei meinem Katastrophengrad gerade ist es vielleicht besser. So, ich hatte eigentlich vorhin gedacht, deswegen bin ich so schnell runtergesprungen von dem Aufzug. Ich dachte eigentlich, der bricht weg. Ah! Sag mal! Er hat sich doch an der Leiter festgehalten. Ja, natürlich. Das läuft gerade alles wunderbar. Ich muss auch zugeben, Shooter sind nicht unbedingt mein Spiel. Und die Steuerung ist auch anders als in anderen. Sag mal, Junge, 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 was machst du denn? Die Steuerung ist auch anders und seltsamer als in anderen Shootern. Sagen wir mal so. Ist nicht unbedingt meine Lieblingssteuerung, muss ich sagen. Ich finde die äußerst unschön. Jetzt halt, weil die so unglaublich direkt ist. Die ist so wahnsinnig direkt und der ist halt so schnell, der hat so eine hohe Bewegungsgeschwindigkeit. Geh runter, geh runter, geh runter. Großer Bruch diagnostiziert. Geht das eigentlich auch ohne sich was zu brechen? Ich weiß es nicht. Der hat so eine hohe Bewegungsgeschwindigkeit, dass der wirklich unkontrollierbar teilweise ist.